Hallo ihr liebe YouTube-Gemeinde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Gunzi. Ja, ich weiß, Maschinen sind wieder mal laut. So. Heute machen wir unten weiter mal mit unserer, ja, zweiten Basis. Und da habe ich mir das angeguckt und habe festgestellt, da gefällt mir was überhaupt nicht. Deswegen brauche ich da noch einiges an etwas Spezielles. Dafür holen wir uns jetzt hier erstmal noch ein paar Diamanten. Gucken mal hier in unser Täschchen. Da holen wir unseren Kleinstar raus. Ich hatte hier alles ziemlich anders organisiert. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Die werden wir vielleicht brauchen und ein Futter brauchen wir natürlich auch. So, und natürlich die Fackeln. Gut, und zwar brauchen wir etwas. Erstmal 8 Stück davon. Und damit machen wir uns erstmal einen kleinen Diamanten Block und einmal Dark Matter. Ich weiß gar nicht, ob der Tisch das schon mal gelernt hat. Nein, hat er nicht gelernt. Jetzt hat er es gelernt. Ja. 2 Stück bleiben übrig. Der Rest wandert hier rein. Nochmal einmal. Und wir sehen... Es reicht noch nicht mal aus dafür. Ich brauche ein bisschen mehr Saft, mehr Kraft. Was wir jetzt craften, ist extrem teuer. Wie viele Sachen bei Equivalent Exchange, wie wir das schon festgestellt haben. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Erstmal nicht brauchen und schauen mal, ob wir dann parat kommen. So, der ist nicht schlecht, den können wir direkt mal hier mitverwenden. Ah, wunderbar. So, das wird auch noch hier reingehauen, um wieder ein bisschen Saft im Kleinstar zu haben. So. Wir sehen, Dark Matter braucht 9 Diamanten und nochmal 8 Diamanten drumherum. So, und davon brauchen wir 3 Stück. Plus 2 Diamanten, dann kriegen wir eine Dark Matter Pickaxe. Die ist ganz praktisch. Alle Funktionen kenne ich jetzt nicht. Die sind aber auch für mich relativ uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mich an dem Teil wirklich interessiert, ist Folgendes. Und dafür muss ich mal kurz hier runtergehen. La 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 la. Und zwar, wenn wir jetzt hier eine Ressource haben, mal die Kohle zum Beispiel, dann klicken wir da drauf und der baut direkt alle Kohle ab. Zack, zack, zack. Das klappt wunderbar mit vielen Ressourcen. So kann man sich aber im Endeffekt die Mühe ersparen. Wir sehen hier 3217. Das alles händisch aus dem Berg zu klopfen. Das geht, glaube ich, bis zu... Ich weiß gar nicht, wie viel... Also auf jeden Fall einen gewissen Bereich tut das schon abbauen. Und für unsere Zwecke ist das gerade gut genug. Immer nur nicht vergessen, die Item Balls aufzusammeln, weil es ja schließlich und endlich recht viel, also recht wertvolles Material. So hat man sich auf jeden Fall auch, was die Abbaugeschwindigkeit in Höhlen und so weiter und so fort betrifft, stark gesteigert. Also ab Minen ist damit eine wahre Freude. Kann man sich ja vorstellen, wenn man nur noch mal kurz zu klicken braucht. Dann ist das nicht schlecht. Arbeitet auch recht schnell.
Und dadurch, dass die Kosten so hoch sind, ist das Ding auch rein technisch gesehen unzerstörbar. Das heißt also, das hält ewig. Und ja, gut, okay. Aber jetzt ist das halt eben so eine Frage mit dem Unzerstörbar. Würde man tatsächlich in seinem Leben jemals so viel hacken, dass das den Preis jetzt rechtfertigt? Ja, erinnern uns, also Dark Matter kostet 9 Diamanten plus dann 8 Diamanten. Das sind 17 Diamanten mal 3 das Ganze. Das sind 30. Moment. Das sind 50, 31. Also wenn ich mich jetzt 53 Diamanten müssten das sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Also zumindest so Pi mal Daumen. Und ich denke mal 53 Diamanten. Ja, da kann man schon einiges an Spitzhacken bauen für, ne? Und dafür kriegt man dann halt eben eine unzerstörbare, lange, unzerstörbare, super tolle Spitzhacke, die ihresgleichen sucht. Das ist wichtig. Kristalle. Oh, schön. Komm zu Papa. Ah, und das ist halt eben wirklich für mich eine Erleichterung, muss man sagen. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch wieder schnieke machen. Das werde ich jetzt aber auch alles, den Raum hier ein bisschen sauber und schön machen per Hand. Weil ich finde, das ist trotz dieser extremen Spitzhacke doch eine recht langweilige Geschichte. Vor allen Dingen hier den ganzen Boden zu reparieren und so weiter und so fort. Deswegen schalte ich jetzt mal ab und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wie man sieht, habe ich jetzt hier ein kleines bisschen gewerkelt. Und damit das Ganze jetzt erstmal ein kleines bisschen hübscher aussieht, weil so kann ich das ja nicht lassen, tue ich mal hier erstmal ein kleines bisschen verstauen, den ganzen Krempel, den ich gefunden habe. So. Machen wir hier mal ein kleines bisschen hoch mit dem Ding. Und tu mal hier. Ja. Ah, super. So. Ein kleines bisschen das Ganze sauber machen. Der Gravel geht nicht. Das geht auch nicht. Warum nicht? Ganz einfach, wir können nur im gleichen EMC-Wert ummodeln. Und da Gravel einen EMC-Wert von 4 hat und nicht von 1, wie Dreck oder Cobblestone oder auch Cleanstone, geht das dementsprechend nicht. So, hier haben wir noch was gefunden. Zack, zack, zack. Archäologische wichtige Sachen. Zack, zack, zack. So sieht schon mal besser aus, ein bisschen wenigstens. Okay. So, hier muss ich jetzt noch ein kleines bisschen sauber machen. Oh, ich sehe gerade schon keinen Cobblestone mehr. Das ist ja geradezu ein Verbrechen. So.
Ach. Mal sagen, hier hinten möchte ich das gerne haben, was ich vorhabe. Oder mache ich es hier hin? Hier die Kisten, da die Kisten, da mein Pulver. Nein, da. Okay. So, wir wollen jetzt hier unten anfangen mit meinem Lager. Oder beziehungsweise man könnte ja auch sagen, unser Lager. Das Besondere an diesem Lager wird sein, dass es wirklich komplett funktioniert, eigenständig. Und dass, wenn wir das komplett eingerichtet haben, dass es auch weitestgehend selbsttätig alles machen wird, was wir wollen. Die Einrichtung so eines Lagers dauert ein bisschen länger. Deswegen muss ich mal gucken, ob wir da jetzt Schritt für Schritt vorgehen oder wirklich knallhart das Ganze durchziehen und über 2-3 Folgen das ziehen, um das zu herzustellen. Problem wird aber sein die Ressourcen, weil so ein Lager auch nicht unbedingt billig ist und wir sehr viele Diamanten und allen Krempel schon ausgegeben haben für jetzt hier die Dark Matter Pickaxe. Also da werde ich sehr wahrscheinlich auch nochmal zwischendrin Minen gehen müssen, so blöd wie es sich anhört. Aber das geht ganz schön in die Kohle. Also wenn man kein Äquivalent Exchange hat, dann ist so ein Lager schon eine richtig gewaltige, ja, Aufgabe. Ich habe doch da was Gelbes, was Grünes gesehen. Aha, er hat sich versteckt. Böser, böser Creeper. Ah, ich liebe dieses Ding. Das holt einem so viel Arbeit ab. Glaubt kein Mensch. Gut, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was. So. Und dann können wir auch schon starten. Ja, die Area ist geklärt. Sieht so auch schon ganz gut aus. Wir wollen ja jetzt auch nicht so ein Chaos hier veranstalten. So. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist einiges an Ressourcen. Und dafür brauchen wir natürlich hier hin. Direkt mal hier runter, damit wir hier in Ruhe arbeiten können. Wir sehen, an Diamanten hat sich nichts für uns getan. Wir haben also ressourcentechnisch wirklich momentan Ebbe. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir hier noch? Das können wir verwerten. Davon verwerten wir was. Das verwerten wir. Das nehme ich mit. Moment. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Gut. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Weg. Oh, ne, du nicht und du auch nicht. So. Aha. Bum. Eia. Das gibt Asche. 15 Diamanten, 17 Diamanten.
20 Dias. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Was brauchen wir noch nicht? Das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. Den Koppel schmeißen wir mal da rein. So. Die Ressourcen wandern hier hin, dann brauchen wir Eisen und Cleanstone brauchen wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere. So, wenn wir jetzt sowas Banales wie Cleanstone brauchen, gehen wir kurz hier hin, holen uns einen Cleanstone, gehen hier hin. Jetzt würde das bedeuten, wenn wir jetzt hier einen Cleanstone reinschmeißen, dass wir mal gut und gerne 3700 Cleanstone kriegen würden. Deswegen schmeiße ich jetzt erstmal hier ein Eisen rein. Und schon kann ich mir hier, zack, ganz ordentliche Menge an Cleanstone sichern. Dann schmeiße ich wieder meinen Diamanten oben rein und konvertiere den Rest wieder. Aber wenn der jetzt hier ein ganzes Inventar konvertieren soll, dann ist der ewig dran. So, das war, glaube ich, grün, das und zweimal Eisen, einmal Diamant und eine Kiste natürlich, die ich nicht besitze. Aber ich habe ja noch das, so. Hopp, zwei Stück, einmal so. Wir arbeiten nämlich mit, mit diesen magischen Kisten. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die sind, da ist Platz drin. Platz ohne Ende. Die tun wir hier mal direkt lernen. Die kosten 8000 das Stück. Das heißt, wenn wir hier 4 Diamanten reinschmeißen, kriegen wir auch direkt mal hier 3 von den Kisten. 4, 5, 6 von den Kisten machen wir mal. Gut, dann brauchen wir hier auch einen Energy Condenser, da brauchen wir wieder Obsidian, brauchen wir dafür. Da können wir jetzt hier auf unsere Kiste wieder zugreifen. Obsidian als Targeting, 4 Obsidian rausgeholt und wieder hier rein. Wir sehen, das ist also eigentlich eine super praktische Sache, wo man zeitlich gesehen wirklich einiges sparen kann. Also generell, und da muss man wirklich schauen, das ist also wirklich sehr praktisch alles, muss man immer so sagen. Okay, das ist das erste jetzt gewesen. Als nächstes tun wir mal jetzt hier hinten wieder rein gehen, wieder unten in unseren Keller. Und schauen mal, wie wir jetzt hier anfangen. So, ich möchte gerne hier in der Mitte mit den Kisten, oder ja, ich stelle da mit den Kisten anfangen. Wie organisiere ich das am besten? Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt hier an der Seite, machen wir das so, und wir machen die Reinschmeißkiste, wo aller blöder Krempel nachher von und zu sortiert wird. Den beginnen wir mal hier. Das ist unsere Kiste Nummer 1. Dies ist also im Endeffekt unser Beginn der ganzen Geschichte. Von hier aus, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Dann müsste ich darüber gehen mit dem Zeug. Nein, genau falsch rum. Wir müssen wohl oder übel hier anfangen. Das heißt, ich tue jetzt als allererstes mal so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und wir beginnen mit dieser Kiste
hier. Das ist also unsere Kiste, die wir brauchen, um all unseren Krempel reinzuschmeißen. Was wir haben, das kommt alles da rein und wird von da aus dann sortiert. Dann wird hier, kommt die Konverterkiste hin. Da kommt die Konverterkiste hin. Okay. So. Das ist es jetzt erstmal hier der Beginn gewesen. Das ist jetzt blöd, dass das Siegel da oben ist. Weil ich glaube, ich muss da noch ein paar Mal hin und her. Aber na gut, okay, der Weg ist ja wesentlich kürzer als manch anderer Weg. Okay. Als nächstes brauchen wir etwas. Und zwar, wo haben wir jetzt Zinn? Zinn, 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 Zinn. Zinn. Zinn und das. Außerdem brauchen wir noch Sand und Glas. Jupp, jupp. Glas haben wir nur noch 19, 15. Das nehmen wir mit. Da holen wir auch noch was mit. So, ich bin gerade am Überlegen, nicht, dass ich zu viel vergesse. Okay, Bronze. Bronze ist das Praktische, die können wir auch hier... Nein, können wir nicht. Diese Bronze können wir nicht lernen. Also ist das wichtig, dass wir die produzieren. Davon brauchen wir auch eine gewisse Menge. Gucken wir mal. Das wird erstmal reichen. Davon machen wir uns jetzt pneumatische Tubes. 48 Stück. So. Als nächstes brauchen wir Filteranlagen. Die sind relativ Standard, dafür brauchen wir Gold und Red Doped Wafer. So, Red Doped Wafer ist jetzt schon das nächste Problem. Die 12 reichen jetzt erstmal. Kupfer, jetzt brauchen wir den Sand. Aber Sand habe ich nicht mitgenommen. Merke ich gerade. Moment, da können wir natürlich Abhilfe schaffen. Sand, zack, zack. Sand. Zack, zack. Und wieder der Diamant rein. Und so. Und jetzt brauchen wir Kohle. Auch wieder was, wo man normale Kohle für braucht. Ein 64er Stack reicht aber erstmal. Ich glaube, ich hätte noch was in der weißen Tasche gehabt. Kohle und Sand ergibt nämlich Silikon-Wafer. Dann brauchen wir einmal Holz und zack, so. Und daraus machen wir uns jetzt eine Diamantsäge. Wer meine alte Staffel gesehen hat, kennt die. Zwei Stück davon reichen erstmal. Die können wir uns jetzt hier mal klein säbeln. Wo sind meine Silikon-Wafer hin? Ach da. Zweimal Silikon-Wafer, kriege ich 32. Jetzt bräuchte ich meinen Redstone. Aber Redstone haben wir keinen mehr. Kein Problem. So, als erstes mal müssen wir mal hier ein kleines bisschen... So. Oh, habe ich auch keinen Redstone hier. Wie macht man das jetzt? So, ich könnte jetzt natürlich... So.
6. Zack. Einen Redstone. Ziel. Stück. Oh, das langt jetzt erstmal. So, da kommt das da rein und dann machen wir mal die Hälfte davon da rein und dann produzieren wir uns mal volle Power hier. Zack, so. Wenn schon, denn schon. Stück, ja, das dauert jetzt. Wie macht man jetzt Holz hier drin? So, das dauert jetzt erstmal ein kleines bisschen. In der Zeit machen wir uns was anderes, und zwar ein. Da hinten ist er. Ein Project Table. Da brauchen wir Cleanstone, Holz, einen normalen Crafting Table und eine Kiste für. So, Kiste. Machen wir uns direkt mal hier ein paar. Zwei Stück. Quatsch. So, Ach, das Holz, ja. Ah, wozu habe ich eigentlich den da hinten stehen? Frage ich mich gerade. So. Zwei Stück. 10 Wafer holen wir mal mit. Und dann packen wir das Ganze mal. Ach, Moment. Ich brauche noch andere Sachen. Glas. Mit. Wie gesagt, das wird jetzt alles ein kleines bisschen aufwendiger werden. Ihr zwei Süßen kommt dorthin. Und da wird auch als allererstes jetzt mal der Filter reingepackt. Filter. So. Gold, Cobblestone und Red Wafer. So. Red Wafer. Gold. Ah, nein, Quatsch. Als erstes brauchen wir ja tatsächlich einen Piston. Wir brauchen ja für alle Maschinen hier immer einen Piston. Wie wir sehen. So. Da holen wir uns erstmal volle Power hier Holz. Holz, Holz, Holz. 20 auch noch. Eisen 30. Glas und Redstone brauche ich, glaube ich, dafür, oder? Oh, stimmt. Ich erinnere mich. Aber ich habe ja hier schon. Ich habe auch noch nicht dort. Ich bin gleich wieder da, wenn ich mir meinen Redstone geholt habe. Bis gleich. So, mein Redstone ist da. Also. Redstone, Rezept, wie war das nochmal? Holz, Redstone,
Eisen und Cobblestone. Und da haben wir den Pisten. Ja, mal 3, 5, 6, mal 12, 13 Stück von. So. Gold. Dich dahin. Und ganz viel Cobblestone brauche ich dafür. Zack. Cobblestone. Und schon haben wir die Filteranlagen. Da brauchen wir mal ein paar Stück von bauen. 10 Stück. So, was ist das Schöne an den Filteranlagen? Viele kennen es schon. Erstens mal können die Items raussaugen, immer einen ganzen Stack. Das mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen offen. Zum packe ich hier hin. Und dann packe ich die hier hinten dahinter. So. Dann nehmen wir unsere Tubes. Und verbinden das Ganze. Zack, 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 zack. Und ganz, ganz schnell haben wir tatsächlich schon fast eine Sortieranlage. Da fehlt nur noch eine Sache. Zack, zack, zack. Und zwar ein paar Cover. Warum ich das jetzt hier so mache und die nicht direkt an die Kisten dran packe, erkläre ich noch. Hier mache ich, dass es ein bisschen schnicker aussieht, deswegen mache ich rechts und links so ein Cover dran. So. Okay, von jetzt an könnte man rein technisch gesehen diese Maschine ans Laufen bringen. Moment, jetzt bräuchte ich noch einen Cobblestone. Habe ich noch irgendeinen Cobblestone da? Hier nicht, aber hier hinten habe ich noch genügend. So. Einmal so und einmal so. Das gibt einen kleinen Hebel. So. Jetzt können wir hier anfangen und packen mal hier erstmal so ein bisschen rein. Zack, 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 zack. Und schauen uns mal an, was haben wir jetzt hier so drin. Erstmal alles relativ uninteressant, finde ich. Finde ich zumindest. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Cover. Und beginnen jetzt hier covertechnisch einfach mal hier hinten. Moment, so. Und packen hier ein Cover rein und hier ein Cover rein und hier ein Cover rein und natürlich hier ein Cover rein und da ein Cover rein. Warum? Jetzt ist das alles blockiert. Das heißt also, hier wird jetzt erstmal gar nichts reinfließen. Warum jetzt? Warum mache ich das jetzt? Und zwar kann ich schon jetzt diesen Punkt an sagen, okay, die letzte Kiste wird meine Junk-Kiste sein, deswegen kommt das Cover da raus. Alles, was wir haben, fließt dann in diese eine Kiste. Okay, die erste Kiste machen wir jetzt Baumaterialien. Das bedeutet, wir wollen da Cobblestone rein haben. Wir wollen Basalt da drin haben. Also kommt das raus und hier kommt Cobblestone und Basalt rein. Ich möchte da aber auch noch andere Sachen drin haben, wie Dreck und sowas. Die zweite Kiste wird meine zweite Konstruktionskiste. Da tun wir jetzt mal anfanglich einfach Cleanstone rein. Zack, und nehmen den raus und wir haben eine Kiste für Cleanstone. Dann kommt meine Metallkiste. Die Metallkiste sollte alles natürlich an Metallen beinhalten. Und zwar an Barren. Da haben wir Kupfer. Jetzt haben wir Silber. Und wir haben natürlich Zinn. Okay. Dann brauchen wir noch Bronze. Haben wir auch. Dritte Kiste, also Metallkiste. Zack, zack, zack. Hammer. Diese Kiste hier wird besondere Sachen. Diamanten, Redstone, Kohle, Glühstein und so weiter. Aber damit habe ich jetzt nicht viel da, deswegen machen wir das erstmal so. Okay. Und die letzte ist die Junk-Kiste, also die Schrottmüll.
Dreckkiste, kann man sagen. Gut. So, jetzt bräuchten wir eigentlich hier einen Timer, aber ich mache es einfach mal mit dem Hebel. Und jetzt fangen wir mal hier an und tun unsere Kiste hier aussortieren. Und wir werden sehen. Schwupp, schwupp, schwupp. Und schon haben wir ein kleines bisschen Sortierung hier drin. Hier ist jetzt noch nichts drin, weil da habe ich noch nichts. Hier ist schon ein bisschen was drin, hier ist schon ein bisschen was drin. Wir sehen, das hat also schon mal ein kleines bisschen wenigstens funktioniert. Vor allen Dingen haben wir jetzt das Praktische. Wir sehen ja, oh, hier sind ja jetzt Holzplanken. Das haben wir ja noch gar nichts für Holzplanken. Hm, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir hier das und hier das. Dann sagen wir einfach, okay, wir haben ja 9 Plätze frei. Wir tun hier auch das rein. Und hier kommt das ganze Holzzeugs rein. Dann nehmen wir das hier aus der Kiste raus und packen hier wieder rein und fangen hier wieder an. So, wir brauchen aber definitiv hier noch einen Timer. Den Baum auch dann. Und so können wir jetzt hier anfangen. Wir sehen aber auch, hier mit unseren Kisten kommen wir eigentlich gar nicht parat. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Zumindest ich finde das. Wir sehen hier in unserer Metallkiste schon relativ viel. Hier ist schon was drin. Und hier in der Schrottkiste ist zum Beispiel was reingekommen, was ich da überhaupt nicht haben will. Glas. Glas ist eigentlich auch ein Konstruktionsmaterial. Packen wir hier Konstruktionskiste. Mal hier auch direkt reinmachen und da haben wir Glas drin. Okay, so. Das ist jetzt auf jeden Fall mal ein Anfang. Ich persönlich sage, die 30 Minuten Folge ist sowieso vorbei. Ist ein guter Punkt, um hier zu beenden. Deswegen sage ich mal Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir hier weiterbauen. Tschüss.